Die für mich beste Form der Hausaufgaben im Sprachunterricht ist, etwas nachhören zu können. Was ich damit meine, seht ihr in diesem Video. Meine Schüler sind sehr unterschiedlich, was ihre Hausaufgabenmotivation angeht, aber versteht, sie haben eigentlich wenig Lust dazu und meistens auch wenig Zeit. Geht euch sicherlich ähnlich, oder? Schreiben wollen sie meistens am liebsten gar nichts. Damit es trotzdem sinnvoll und effektiv abläuft, habe ich mir angewöhnt, meine Tafelbilder einfach zu fotografieren und zu vertonen und sie ihnen dann zu schicken. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich spreche die entsprechenden Wörter mit Artikeln auf, wenn es Nomen sind, und lasse dabei immer kurze Nachsprechpausen, wenn ich zum Beispiel die weibliche Pluralendung üben will, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Dann frage ich zum Beispiel: Ich sehe eine Verkäuferin. Wie viele siehst du? Und sie müssen darauf antworten: Ich sehe zwei Verkäuferinnen. Und da lasse ich einfach eine kurze Pause, damit sie das auch machen können. Und habe ich Sätze zum Beispiel wie bei den Redewendungen, wie hier in diesem Beispiel, formuliere ich Fragen und lasse auch da wieder Nachsprechpausen, damit sie antworten können. Also zum Beispiel: Wer tanzt dir oft auf der Nase herum? Und sie könnten antworten: Mein Kind tanzt mir oft auf der Nase herum. Also das Aufnehmen mit dem Handy geht eigentlich super schnell und ist völlig unkompliziert heutzutage sowieso. Und es bietet so viele Möglichkeiten, weil die Schüler natürlich das Gelernte einfach immer und zu jeder Zeit nachhören können, einfach egal, wo sie sind. Ich sage ihnen immer: Nutzt alle leeren Momente, wo ihr nichts zu tun habt. Wenn ihr an der Kasse steht oder auf dem Bus wartet oder vielleicht gerade abwaschen müsst oder was auch immer. Immer in diesen Phasen, wo gewartet werden muss, ist es ideal, die Kopfhörer rauszunehmen und nachzusprechen oder einfach die CD laut laufen zu lassen oder das im Handy zu tun. Was auch total super ist, ist, dass ich eigentlich beim Nachhören und Nachsprechen und dem Reagieren darauf ganz ganzheitlich arbeite. Also es sind mehrere Fertigkeiten vereint und die Phonetik und Intonation ist integriert. Das heißt, eigentlich brauche ich nicht mehr viel. Schreiben wäre natürlich noch super, aber es wäre zumindest ein super Anfang, damit überhaupt etwas zu Hause passiert. Und für die Binnendifferenzierung ist es auch eine gute Möglichkeit. Wenn ich jetzt eine Individualphase habe, dann kann ich einzelnen Schülern immer sagen: Nimm bitte mal dein Handy heraus und mach die Übung nochmal, hör nochmal alles, sprech nochmal nach, wenn ich einfach merke, dass es noch nicht sitzt. Und damit sind sie natürlich eine ganze Weile beschäftigt und ich muss nicht extra neue Arbeitsblätter für ihre Wiederholung an dieser Stelle produzieren oder mir ausdenken. Und noch ein guter Effekt ist, dass wenn ich immer alles abfotografiert und vertont habe, dass jemand, der nicht da war, natürlich sehr gut alles nacharbeiten kann und dass, wenn ich eine Co-Lehrkraft habe, dass die auch relativ schnell Bescheid weiß, was alles im Unterricht lief. Und das wiederum spart natürlich sehr viel Zeit bei der Übergabe. Also meine Schüler fordern mittlerweile die Vertonung regelrecht ein und sie benutzen sie auch wirklich oft. Und sie sprechen seitdem viel besser, sehr viel schneller und flüssiger. Und vergessen viel weniger Vokabeln. Probiert's einfach mal aus. Hallo, sind Sie neu hier? Schön, dass Sie da sind. Kurze Anleitung, wie das hier mit YouTube funktioniert. Dieser Button hier ist zum Abonnieren, wenn Sie sich für andere Didaktikvideos interessieren. Und die zwei hier können Sie sofort anklicken und weiterschauen. Und da, wo eigentlich meine Füße sind, da können Sie was in die Kommentare schreiben oder die Glocke drücken, dann kommt immer alles direkt zu Ihnen nach Hause.